8 Kilohertz, bleibt er beim Diodencheck, geht wieder auf den Widerstand. Bei 9 Kilohertz geht er auf den Diodencheck. Und bei 10 Kilohertz geht er aus. Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Video, wo wir mal Multimeter testen. Den Graffel hier, den haben wir jetzt ja schon hinter uns. Haben wir uns ja angeschaut. Gelötete Sicherungen. Ich bin nicht sonderlich optimistisch, dass das da besser wird. Aber wir haben jetzt hier bei dem Multimeter den riesen Vorteil, es hat einen Akku drin. Es hat zumindest schon mal irgendeine Funktion, die ich sage, die ist ganz cool. Und jetzt erstmal das Schönste von allem. Die Kurzfolie abziehen. Wir haben hier ein Multimeter Kategorie 2 600 Volt, Kategorie 3 300 Volt. Da sind wir dann schon ganz schön knapp, wenn wir in die Steckdose gehen. Kann man das irgendwie aufmachen? Ich will ja auch gucken, was drin ist. Also man kann ja zumindest schon mal hier diese Hülle runter machen. Ja, da sind gleich zwei Schrauben drunter. Womit die Frage beantwortet wäre, ja, man kann es aufmachen. Es hat eine Taschenlampe. Man sieht das hier, es hat eine Taschenlampe. Schalten wir es mal ein. Schalten wir es mal grundsätzlich ein, um gucken, ob es überhaupt funktioniert. Es ist schon total vertappt. Ich habe Fingerabdrücke ohne Ende drauf. Die Anschlüsse sind hier unten. Also hier kann man den Strom reingeben. Und das Ganze in groß, damit ihr ein bisschen mehr seht. Sieht so aus. Messbereichsumschaltung, Funktion haben wir hier links. DC-Spannung, AC-Spannung, Diode. EMF ist, glaube ich, so ein Kabelfinder. Haben wir noch drin. Live, glaube ich, ist der Kabelfinder, oder? Nee, Live, keine Ahnung. Und Auto. Also wir haben da schon mal grundsätzlich, da haben wir noch einen anderen Knopf. Kondensatoren können wir auch messen. Wir können da schon mal keinen Strom messen. Also hier ist ein Voltmeter mit ein paar anderen Funktionen. Also zum Beispiel Kondensatoren messen. Ja, das ist jetzt, da hinten haben wir eine Taschenlampe. Ah, Holtfunktion, wenn wir draufbleiben, wahrscheinlich die Taschenlampe. Genau, da hinten haben wir noch eine kleine Taschenlampe mit eingebaut. Boah, jetzt bin ich blind. Und somit brauchen wir uns gar nicht angucken, ob Sicherungen gelötet oder zum Tauschen drin sind, weil es werden keine drin sein. Geladen wird das Ganze über USB Typ C. Es ist mittlerweile doch überall, so gut wie überall angekommen, dieses Thema. Die Messkabel, die dabei sind, sind wie beim anderen Messgerät. Also da reden wir jetzt aber halt irgendwie von 40 Euro oder so. Das ist immer dick günstiger. Kategorie 3000 Volt, 10 Ampere Messspitzen dabei. Die steckt man dann da unten rein. Boah. Nee. Das sind die vom anderen. Das sind die falschen. Wir haben hier Messspitzen dabei. 10 Ampere. Schutzklasse 2, CE-Zeichen drauf, Kategorie 3, 600 Volt, Kategorie 2000 Volt, die Messspitzen. Gefällt mir gut, die haben hier noch eine Schutzkappe drauf, die abgeht. Kann also mal irgendwo rein, wenn man in die Steckdose reinmessen will, kann man das machen. Oder halt eben, wenn man irgendwelche Schaltungen misst, dass man nicht irgendwie gleich unabsichtlich einen Kurzschluss reißt, hat man hier nochmal diesen Schutz drüber. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Das sind keine genormten 6 mm Stecker, wie man sie so kennt. Nein, das sind irgendwelche anderen. Hat das auch gerade nicht funktioniert, konnte gerade nicht einstecken. Ups, sollte man immer alles gleichzeitig drücken. Wir bauen es jetzt aber erstmal auseinander. Der Akku, der drin ist, 800 mAh, 3,7 Volt Lithium-Ionen-Batterie. Muss doch irgendwie aufgehen, das Ding jetzt, oder? Ja, tausendmal geklippt am Rande. Und schon haben wir ein wunderschönes, kleines, schnuckeliges Messgerät vor uns liegen. Das Display hat jetzt schon Fingerabdrücke drauf. Und Staub. Toll. Wir haben hier den Lithium-Ionen-Akku. Der sieht schon aus, als wäre er aufgebläht, oder? Sieht schon so ein bisschen aus wie ein Kissen. Dieser Lithium-Ionen-Akku hat 700 mA. Und da steht 800 mAh. Also man wird halt schon ab Werk verarscht. 800 mA steht hinten drauf. 700 mA hat der Akku. Wir haben hier den Chip drauf, komplett ohne Beschriftung. Die ist runtergeschliffen. Können wir also jetzt nicht sagen, was das da für ein Chip ist leider. Und da unten haben wir ganz einfach kalten, also hier kann man ausstecken, Lithium-Ionen-Akku, die Ladeelektronik für den Lithium-Ionen-Akku und in dem Fall Micro-USB-Typ C. Dann nochmal eine LED, wo man dann quasi den Ladestatus sehen kann. Und der Chip, der hier drauf ist,
ist ein TC4056A, ein chinesischer Hersteller, ein 1 Ampere Lithium-Ionen-Ladechip. Und schon geht die restliche Platine raus. Und da haben wir jetzt richtig, richtig Pech, wie wir sehen. Da gibt es jetzt nicht sonderlich viel zu sehen. Ich finde es schön, man hat jetzt hier oben diesen einen Chip und es sind hier unten auch eine ganze Horde. Also es sind gefühlt 10-mal so viele Bauteile wie beim anderen Multimeter. Auch alles echt schön angeordnet. Also so aus Platinendesigner technischer Sicht her, mega. Was wir jetzt aber allerdings da oben haben, ist ein großer schwarzer Globtop-Knödel und der entsprechend tut uns den Chip verstecken. Wir wissen also nicht, was drunter ist. Das wäre eh ein Nacktchip, also würde man eh nicht wissen, was das genau für einer ist. Was das Ding noch hat hier oben, ist eine kleine Antenne. Die ist jetzt aber nicht für Funk oder sowas da, sondern die kleine Antenne hier, die ist für diese Strommessung, also Kabelfinder in der Wand und so gedacht. Da wird es damit empfangen. Die Chips an sich sind alles irgendwie Eigenmarken, also da gibt es jetzt irgendwie nicht wirklich was rauszufinden. Das sind vermutlich wie auch der hier, der ist abgeschliffen, wie ich gesagt habe, da sieht man gar nichts. Und der Ladechip ist auch irgendein China-Bomber. Also hier sind wahrscheinlich irgendwelche umgelabelten, keine Ahnung, Analog-Devices, was auch immer. Wir brauchen hier vermutlich nicht wirklich so eine krasse Umschaltung, wie wir es gehabt haben beim anderen Multimeter, weil wir haben ja zum Beispiel gar keine Strommessung drin. Also es ist ein reines Multimeter zum Spannung, Widerstand und Dioden messen. Da oben vermutlich noch irgendwie ein Treiberchip, der dann entsprechend die LED ansteuert, würde ich mal tippen. Also ich habe es aufgeschraubt für euch, es braucht von euch keiner mehr aufschrauben. Ich habe jetzt nämlich hier unten drunter 1000 Fusseln unterm Display und Abdrücke, die ich jetzt nie wieder wegkriege, weil ich habe keinen Bock, das nochmal auseinanderzuschrauben. Wir fangen mit unserer spektakulärsten Messung an. Das Gerät kann das ja. Das schaltet automatisch auf Ohm um, oder wie? Ah, das ist nett. Er schaltet auf Ohm um. Sobald ich also auf Auto gehe, guckt er, was ich gerne messen würde und weiß dann, ich hätte gerne einen Widerstand gemessen. Und das finde ich schon mal, das finde ich schon mal gut. Jetzt schauen wir mal, wenn wir bei Auto einfach mal in die Steckdose reinlangen. Dann passiert erstmal nichts, weil die gar nicht reinkommen, weil mal die Dinger hier im Weg sind. Immer diese Sicherheitsschichten hier, die keiner haben will. So, er piepst nicht, er jammert nicht wie der Alte. Der eine hat ja sofort gepiepst. Er zeigt uns die Frequenz an. Das finde ich mega. Das wusste ich gar nicht, dass es kann. 50 Hertz und 233,3,4 Volt Wechselspannung. Das finde ich jetzt mal schön, weil dann muss man nicht immer umschalten. Das kann ja eh nur Spannung. Wenn wir jetzt also hier einfach mal von unserem anderen Messgerät sagen, wir wollen jetzt mal gucken, was der Strommesszweig für einen Innenwiderstand hat, dann könnte man hier einfach mal Kondensator 1,4 Ohm. Dann geht er automatisch auf Durchgangsprüfung, das nervt mich jetzt, weil es piepst. Achso. Widerstand gibt es jetzt gar nicht, oder wie? Ah, doch, gibt's schon. Oh, raffiniert. Raffiniert. Da oben Funktion. Funk. Da kann ich umschalten zwischen Auto und den Spannungen. Und Diodentester auch noch, EMF und so Zeug. Live. Was da raffiniert ist, man hat hier den Kondensator-Knopf. Und wenn ich da drauf drücke, kann ich umschalten von Kondensator auf Widerstand auf Durchgangsprüfer. Das heißt, da können wir jetzt zum Beispiel auf Widerstand direkt gehen und dann können wir einfach mal den Widerstand messen von unserem Strommesspfad. Hat 1 Ohm live. Feuerlinienunterscheidung. Feuerlinienunterscheidung. Schauen wir mal, ob es auf Englisch besser beschrieben ist. Live Wire Check. Kann man quasi die Spannung messen. Also 230 Volt, gucken, ob irgendwo 230 Volt drauf sind. Ansonsten relativ unspektakulär. Also es hat schon coole Funktionen. Ich finde es jetzt nicht so schlecht. Das komische EMV-Ding, das check ich nicht. Also man kann damit im Prinzip Leitungen in der Wand finden und scheinbar tut da irgendwie bei Spannungen irgendwie messen, wie viele Störungen drauf sind. Also da tun sie irgendwie elektrische Strahlung, elektromagnetische Strahlung, 40 Volt pro Meter, bla bla bla.
Irgendwas. Temperatur zeigt er an, sieht man auch hier. Temperatur messen kann er. Ansonsten hier mit ein paar Bildern dargestellt, was man alles messen kann. Dioden, Kondensatoren. Die schauen wir uns jetzt nicht. Ah, hier sieht man es. Diese elektromagnetische Verträglichkeitstest könnte man nicht nur Leitungen in der Wand finden, sondern auch zum Beispiel einfach bei einer Mikrowelle gucken, wie viel die abstrahlt. Das finde ich schön. Und dieser Live-Wire-Test, der funktioniert quasi, wenn ich nur mit einem draufgehe. Ah, das ist ein schönes Gerät. Das ist quasi ein Phasenprüfer. Da drauf geht, dann piepst er und beim Neutralleiter piepst er nicht. Phase. Neutralleiter. Sehr schön. Es hat ein paar coole Funktionen. Dann geben wir dem einfach mal 24 Volt. Und volles Schubrohr 23,99, 24,0 mit 24 Grad. Was für ein schöner Zufall. Also das tut soweit. 1 Volt. Auch geringere Spannungen. 1 Volt kriegt er angezeigt. Einwandfrei. Kann man sich jetzt mal eigentlich nicht beschweren. Und man kann auch nichts falsch einstecken, weil er hat keine Strommessung. Ist doch schön. Es hat Vorteile. 30 Volt. Muss er hinkriegen. Also das ist diskussionsfrei, dass das funktionieren muss. Die Frequenz interessiert mich jetzt noch, weil er kann ja auch eine Frequenz messen. Schauen wir mal, ob er das auch so direkt hinkriegt. Wir gehen jetzt einfach mal auf 50 Hertz. Hier bei meinem Gerät Ausgang einschalten und dann hänge ich mir einfach da mal so direkt dran. Er sagt 3,548 Volt, was dem Effektivwert von dem Sinus entspricht. Jetzt der große Moment, hat das andere Messgerät nicht gekonnt. Wir schalten um auf Rechteckspannung. Er zeigt 5 Volt an. Er zeigt 5 Volt an, das sind 5 Volt aufgerundet. Diese 5 Volt sind der Effektivwert von der Rechteckspannung. Er zeigt es korrekt an. Dann wird er auch das Dreieck korrekt anzeigen mit 2,89. Das ist nämlich 5 Volt durch Wurzel 3. Scheint auch plausibel zu sein. Das gefällt mir schon mal. Er zeigt auch die 50 Hertz an. Also quält man gleich mal anständig hoch. 1 Kilohertz. Auch das zeigt er an. 10 Kilohertz. Da ist dann rum. 10 Kilohertz schafft er dann nicht mehr. Und das Schöne an einem Messgerät mit Akku, er geht dann auch kaputt und leer, wenn man gerade was messen will. Also er zeigt jetzt hier nicht irgendwo eine Akkuwarnung an. Nicht sein Ernst, oder? Die 10 Kilohertz. Bringen das Ding zum Abstürzen. Reproduzierbar, oder? Ja, wenn ich 10 Kilohertz drauf gebe, stürzt das Ding ab. 20 Kilohertz? Ich finde es gerade lustig. Ja, auch bei 20 Kilohertz. Also wenn man eine zu hohe Frequenz drauf gibt, dann stürzt das Ding ab. Das ist mal eine schöne Funktion. Jetzt schauen wir mal, was die maximale Frequenz ist, die eigentlich können sollte. 1000 Hertz. Also 1 Kilohertz, das wir vorher hatten. Das kriegt er noch hin. Ohne dass er abstürzt. 1000 Hertz, jetzt drehen wir das Ganze mal hoch. Kann man das irgendwie erkennen, so dass ich hier nicht alles verdecke? So. So. 2 Kilohertz. Aber 2 Kilohertz fängt das sogar schon an zu eskalieren. Da kannst du gar nicht mehr anzeigen. Er zeigt hier die komischen Spannungen an. 3 Kilohertz, die Spannung bricht völlig ein. 4 Kilohertz. 5 Kilohertz. 6 Kilohertz, da eskaliert er, da schaltet er um auf Ummessung. Bei 7 Kilohertz entscheidet er sich zwischen Durchgangsprüfer und Diodencheck. 8 Kilohertz bleibt er beim Diodencheck, geht wieder auf den Widerstand. Bei 9 Kilohertz geht er auf den Diodencheck. Und bei 10 Kilohertz geht er auf. Ja, ich habe somit die Messung erledigt.
entscheidet sie, ob sie das Ding cool findet oder nicht. Ich sag dazu jetzt nichts, weil ich kann gerade. Ich finde es gerade einfach zu geil, dass das Teil bei 10 Kilo hat, einfach rausgeht. Also piept nichts. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Und Link und alles in der Videobeschreibung für das Teil. Ein Amazon-Link habt ihr bei Amazon. Ich glaube, 30, 40 Euro kostet es. Abonniert habt es mich eh alle, weil es mich so cool findet. Also von dem her, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.